Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Episode Nummer 93 ist heute am Start und wenn es euch gefällt, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sind heute wieder gesund hier, ja, das heißt nicht mehr so wirklich krank oder irgendwie, dass es mir schlecht geht. Mein Rücken tut noch tierisch weh, aber das ist nicht so schlimm, denn heute am Tag für euch des Super Bowls, für mich am Abend davor, will ich natürlich hier wieder ein schönes 7 Minute Squad bauen und hoffentlich diesmal wieder mit ein paar sehr interessanten Spielen und mit einem schönen Spiel. Im Endeffekt werden wir mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Ich würde sagen, wir schnacken die lange drum, sondern gehen auf den Transfermarkt und suchen direkt mal die beiden Spieler. Ich habe momentan fast nichts mehr im Verein, muss ich dazu sagen. Deswegen ich eigentlich alles kaufen muss. Strootmann finde ich eigentlich nice. Strootmann ist auch von denen der Beste, deswegen nehme ich den mal. Das Ding ist, ich habe jetzt noch mein Team of the Year Groß, ich habe noch mein Team of the Year Luis, ansonsten ein paar Loan-Spieler und hier die drei Informs, mein Balen, Quadrado und das war es eigentlich schon, was Spieler angeht. Ich habe noch ein Team, das wollte ich euch eigentlich in den Squad-Builder zeigen, aber ich zeige es einfach jetzt mal. Ich denke mal, das werde ich auch demnächst verkaufen. Ich habe es nur nochmal gebaut, um nochmal auszuprobieren, und zwar Get Up Luis. Der Name ist Programm, denn ich habe immer vorgehabt, hier Chermiti und Chikawi zu wechseln, dann Chermiti und David Luis zu wechseln und Chermiti und Bertongen zu wechseln, sodass ich dann im Endeffekt Luis im Sturm habe, weil der ja schon mal in der 7-Minute-Squad-Episode auch einen Hattrick erzielt hat. Das habe ich aber bisher noch nicht gemacht, einfach aus dem Easy-Grund, dass ich nicht dazu gekommen bin zu spielen bisher, weil ich kaum spiele und ich werde es nochmal ausprobieren. Aber ja, aber ansonsten ist das Team eigentlich auch ziemlich nice, Nothing's Wasted und so, aber naja, wenn man nicht dazu kommt zu spielen und so, dann ist das nun mal so. Was noch sehr auffällig ist momentan, die Preise sind extrem in die Höhe geschnellt. Ich kaufe in der Zeit bei dem Strootmann extrem in die Höhe geschnellt, wenn man sich kurz anguckt, wie viel Ronaldo kostet. Der ist momentan bei 6, ja okay, mittlerweile nur noch bei 5 Millionen. Also es ist schon wirklich krass, wie die Preise hochgegangen sind. Liegt natürlich an vielen verschiedenen Gründen, vor allem auch am Team of the Year und so. Ich hoffe, dass die Preise demnächst wieder runtergehen und naja gut, ich würde sagen, Strootmann ist dann unser Mann jetzt hier. So, wie viel kostet der ungefähr? 800, 900 Coins. Ich weiß gar nicht, ob der wieder fit ist mittlerweile. Ich glaube nicht, aber Roma spielt gerade gegen Empoli. Steht zumindest nach meinem Kenntnisstand noch 0-0. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, weil es schon ein bisschen näher, dass ich das geguckt habe. So, Afrika Cup of Nations ist auch gerade. Chikawi spielt. Deswegen hätte ich den gerne eingebaut, ehrlich gesagt. Aber wir machen heute wieder alles komplett randommäßig. Deswegen gehen wir auf 30k. So. Und schau mal nach. Ich kann übrigens, das ist ein kleiner negativer Faktor. Ach, Seite 1 machen wir immer, ne? Entschuldigung. Das ist ein kleiner negativer Faktor von der, ich sag jetzt mal, das ist ja keine Krankheit, die ich habe. Von den Problemen, Rückenproblemen, die ich momentan habe. Wir nehmen Iniesta, glaube ich, oder? Wir nehmen Iniesta. Und zwar kann ich schlicht und ergreifend nicht richtig atmen. Was extrem behindert ist, denn, wenn ich versuche einzuatmen, ihr kennt das wahrscheinlich, ab und zu atmet man gerne mal richtig tief ein und mal einfach so, ne? Ist einfach schön, ne? Ich kann das aber momentan einfach nicht, weil wenn ich tief einatme, also es geht einfach schlicht und ergreifend nicht, ja? Also ich brauche nicht sagen, wenn ich tief einatme, das passiert vielleicht einmal in einer Stunde, gefühlt so. Denn wenn ich es versuche, tut mein Rücken so weh, also meine Rippen quasi, ich glaube es sind meine Rippen, weil mein Rücken irgendwie, ich habe halt meinen Rücken verletzt und deswegen funktioniert das nicht so gut. Ist extrem nervig, weil atmen ist relativ wichtig, habe ich gehört, aber man muss damit leben und ich kann auch damit leben, aber es ist trotzdem auf jeden Fall ziemlich Arsch, muss ich schon ganz ehrlich sagen. So, wir gehen auf 7 Minute Squad, Iniesta und das war's ab Creativity. Iniesta und Strootmann sind unsere beiden Spieler. Formation wird random ausgelöst, ich mache die Augen zu. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, einmal eure Tipps heute für die Bundesliga und euren Tipp für den Super Bowl. Was meint ihr, gewinnen die Patriots oder ja, nehmen die Seahawks das Ganze mit nach Hause, die Trophäe? Ich bin sehr gespannt. 4-2-3-1-2, das ist gar nicht mal so uninteressant. Strootmann spielt dann auf der 6. Übrigens ja auch demnächst Teamkollege jetzt von, wie heißt der denn nochmal? Dumbia, genau, weil Dumbia wechselt jetzt zu Rom. Perfect Link zwischen Gervinho und, Dumbia halt. Ziemlich interessanter Transfer eigentlich, mal sehen, wie das Ganze laufen wird. So, Iniesta. Und dann müssen wir einfach nur den Timer stellen und loslegen. Timer muss ich aber gar nicht mehr stellen, habe ich schon gemacht im Voraus. Hat sich wieder zurückgestellt, Herrlichkeit. Egal, so, wir starten in 3, 2, 1 und los. Alles klar. Wir starten in der Serie A oder starten wir in der... Ich glaube, wir starten in der Serie A und zwar mit Maicon, damit wir direkt mal einen Strong Link haben. Den habe ich sogar, glaube ich, noch im Verein. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich meine nicht, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall nehmen wir den auf jeden Fall schon mal. Entschuldigung, aber mein Hals tut jetzt auch langsam weh. Komisch eigentlich. Gut, Iniesta war natürlich auch links. Und da werden wir als erstes einen Sechser von Barcelona nehmen. Ich tippe da auf Busquets, ehrlich gesagt. Weil, naja, Busquets wäre die logischste Variante. Wegen Perfect Link und so. Ich glaube, das machen wir auch mal.
Hat noch nicht gespielt dieses Jahr, ist naja, relativ langsam, aber dafür gut, was Defensive angeht. Das müsste schon gut funktionieren. Rechtes Mittelfeld. Wir können jetzt entweder einen Spanier nehmen, Callejon beispielsweise. Aber ich glaube, der ist ja standardmäßig kein rechter Mittelfeldspieler. Das heißt, nur der Inform wäre möglich und der ist ziemlich teuer. Ja. Joaquin gibt es natürlich auch. Der hätte der Forster-Skills, ne? Suso gibt es natürlich jetzt auch. Von Milan, der neue Transfer. Dann wäre es schon schlauer, Joaquin zu nehmen, weil der bessere Wert hat, weil der hat keine Forster-Skills. Callejon ist teuer. Wie sieht's denn aus mit dem... Erstmal ein Stürmer aus der BBVA, das ist erstmal ganz wichtig. Wen gibt's denn da so? Wir haben Hernandez, wir haben Suarez, wir haben Mandzukic, wir haben Cerci. Wir haben Cerci. Ja, wunderbar. Dann brauchen wir nur einen Rechtmittelfeldspieler aus Italia. Aus Bella Italia und am besten von der Roma, was jetzt schon wieder ziemlich schwierig wird. Das heißt, wir müssen Maicon eventuell doch wieder rausklatschen. Aber erstmal holen wir uns jetzt. Haben wir ja schon. Brauchen wir noch einen Rechtmittelfeldspieler. Mal sehen, ob Roma ihn hat. Ja, klar, Florenzi. Aber Florenzi ist scheiße für den Flügel. Florenzi ist echt nicht gut. Also zumindest nicht für die Formation, weil ich brauche einen Offensiven. Das heißt, ich hole mir jetzt irgendeinen Rechtmittelfeldspieler. Und zwar präferiert Candreva. An Dreva. So. Nein. So. Rechtsverteidiger. Wie bräuchte. Gibt es einen Italiener bei. Ich glaube nicht. Einen Italiener bei Roma. Balzaretti auf der anderen Seite, aber. Hier wird es wahrscheinlich nur. Ja. Den guten. Maicon geben. Ja, gut, dann nehmen wir. Nee, doch Konko. Beziehungsweise einen von Lazio. Oder ein Italiener halt. Nehmen wir De Sciglio, komm. De Sciglio. Zack. Hat auch noch nicht gespielt. So, Innenverteidiger. Brauchen wir jetzt entweder einen Holländer, was ich bevorzugen würde, oder einen von der Roma. Und die Roma hat immerhin Mapuñan Gambiva, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, den nehme ich auch, oder? Ja, Leandro Castan natürlich auch, aber den haben wir auch letzte Episode, deswegen nehme ich wahrscheinlich eher Young Gambiva. Ja, nehmen wir. Ehemaliger Magpie, von daher passt das. Gut, das heißt, die Schiele hat einen Link zu viel, aber das ist erstmal egal. Wir gehen auf linke Seite und auf der linken Seite braucht Busquets auf jeden Fall noch einen Link und Cerci am besten noch einen Strong Link. Das heißt, dann nehmen wir Antoine Griezmann hin. Dann dürften wir da auch schon ausgesorgt haben. Aber das ist wieder ein Franzose, deswegen ist das scheiße eigentlich. Ja, wobei, erstmal egal. Wir brauchen einfach nur einen Perfect Link zwischen Innenverteidiger und Linksverteidiger. Das ist jetzt das Allerwichtigste. Innenverteidiger und Linksverteidiger, Perfect Link. Dann sind wir schon fertig, theoretisch. Gucken wir mal in den Top-Ligen, Premier League. Ja, da hätten wir halt, das ist das Ding, wir hätten halt beispielsweise einen Mangala und Clichy, aber das ist nicht so ideal. Wie wäre es mit, hat Onoa einen Perfect Link? Ich glaube nicht. Vertonghen glaube ich auch nicht. Bei Onoa könnte man mal nachgucken zumindest. Genauso wie bei Cahill, aber Cahill, ich glaube nicht. Gucken wir mal der Linksverteidiger der Premier League. Das ist vielleicht der einfachere Weg. Alberto Moreno, nee, Shaw. Smalling und Shaw wäre möglich. Ryan Bertrand, ja. Azpilicueta und. Ja, haben sie keinen. Flanagan und. Gibt's glaube ich keinen. Davies. Ist leider Waliser. Wenn er Belgier wäre, wäre das schön. Kolarov und Nastasic, ja. Ja, aber das ist nicht so toll. Ich glaube, wir machen es mit. Guck mal, im Nachhinein Queen's Park Rangers ein, aber ich glaube, die haben nur den Koreaner, von dem ich den Namen gar nicht weiß. Young heißt er, glaube ich. Ja, ja. Okay, dann machen wir es mit Smalling und Luke Shaw. Und nehmen wir Evans. Wir gucken. Wir wollen erstmal Shaw. Erstmal Shaw. So. Erstmal Shaw. Zack.
Finde ich nicht. Ich suche noch als Stürmer, ich Idiot. Kostet ja nur Zeit. Torwart, auch geil. Schon mal Luke Shaw als Torwart gesehen? Hammer. So. Zack. Und dann ein Innenverteidiger aus England bei Manchester United. So. Jones oder Smalling? Jones 1,83, Smalling sein. Ja, okay. Nehmen wir Smalling. Und dann brauchen wir noch einen Franzosen im Tor. Das heißt, einen Franzosen aus der Barclays Premier League. Und da gibt es einmal Jury, der ehrlich gesagt ziemlich teuer ist. Und sonst noch wen? Anscheinend nicht. Jury in Form, geil. Ich glaube, es gibt keinen englischen. Wir können wieder David Luiz einbauen. In der Ligue 1 mit Mandanda und oder Rufier und dann, ne? Machen wir das. Holen wir Jury. Holen wir Jury. Dann sind wir fertig. Ich hätte auch gerne... Timing. Timing und mein Ohr tut jetzt weh. Egal, es wäre auch schön gewesen eigentlich wieder mit David Luiz, aber auch so, denke ich mal, wird das ganz gut werden. Ich baue das Team eben fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind wieder zurück. Ich habe einen kleinen Wechsel vorgenommen und zwar habe ich Dujan Basta auf Rechtsverteidigerposition gestellt aus dem einfachen Grund, oder heißt er überhaupt Dujan? Ich glaube schon, ne? Ja, Dujan Basta. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir dadurch eine Nation mehr haben und Decilio einfach hier Platz weggenommen hätte. Er ist 1,84 große Hochmittelarbeitsrate und hat auch gute Werte eigentlich für einen Rechtsverteidiger. Das Ding ist, wir haben mit 6 Nationen 3 Ligen, nicht das Meisterwerk, aber sieht relativ stark aus. Ich hoffe auch, dass es sich stark präsentieren wird, hoffe ich wirklich. Es könnte ziemlich nice werden. Ich suche jetzt mal einen Gegner und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben relativ schnell einen Gegner gefunden und zwar einen 3,5 Sterne Non-Rare-Gegner anscheinend. Genau, aus der Premier League ist nichts besonders Kreatives, einfach nur Ospina. Corker und Davies, dann rechts Raphael, links Monreal, Delphson, Zogbia und ich habe den Namen vergessen. Und vorne Moses, Welbeck und Adnan Januzaj. Wie heißt der denn nochmal? Catamol ist es nicht, ich habe den Namen wirklich vergessen, mir fällt da nicht ein. Ist auf jeden Fall machbar, könnte aber gefährlich werden wegen Welbeck vor allem. Mal schauen. Das haben wir jetzt komplett nicht erwartet, also das habe ich jetzt absolut nicht so erwartet. Das kann Reva, der mit links reinhaut. Es war auch ehrlich gesagt anders geplant, der Schuss. Muss ich noch dazu sagen. Ich bin aber erfreut, dass es geklappt hat. Also, ich wollte eigentlich mit, naja, rechts in eine lange Ecke schießen und nicht mit links in eine kurze. Aber ist ja egal, 1-0. So, Griezmann ist im Beast-Mode. Ja? Wir sind quasi mal Sean Lynch. Geht über außen. Pass in den Rückraum. Da ist Iniesta. Kann ich den Ball aber nicht annehmen. Fake-Shot. Drin. Nein, nicht drin. Schade. So, jetzt aber Iniesta hat schon so viele Chancen vergeben, jetzt muss der Ball mal drin sein. Mach ihn rein, Junge. Wir haben Halbzeit und es ist lächerlich, dass ich nicht höher führe. Denn ja, Iniesta will das Tor nicht treffen und ich will einfach, dass ich Tor mit Iniesta machen, logischerweise, weil Iniesta hier der Mainman ist quasi. Aber gut, wir versuchen es weiter. So, rot, ne? Was? Nicht mal rot? Nur Verwarnung? Das war ja fast Hündeler-like. So, Strootmann kann das theoretisch, aber Kandreva kann das besser. Kandreva hat vor allem die Schusskraft. Ja, Kandreva 2-0. Ich habe es angekündigt, so ist es ja nicht, ne? Also, relativ gutes Spiel bisher. Das Team gefällt mir ziemlich gut. Und naja, das schöne Tor von Kandreva läuft. Wow. Ernsthaft, da mache ich mein Tor mit Iniesta und dann ist es Upside. Nee, Quatsch hier, Freistoß. Na lecker, egal, diesmal mit Strootmann. Ah, der geht drüber. Ja, jetzt aber. Das gibt's einfach nicht. Der will nicht. Der hat keinen Bock. Das ist. Der Ball auf Griezmann und der ist bestimmt auch nicht kalt. Also Ospina scheint stark zu sein. Ist ja auch bei Arsenal momentan im Tor. Da ist immer schön, wenn die
wenn die Fans dann rufen, Ospina, also beim Abstoß. Ich könnte meinen Ärger nicht in Worte fassen, ne? Oh nein. Der hat 84 Freistoßpräzision oder sowas. So unverdient. Es ist jedes Mal das Gleiche. Oh Mann. Ich muss wirklich in eine Verlängerung. Gut, dass ich da stehe. Nein. Das ist die... Das gibt's einfach nicht. Das ist die erste Chance in der Verlängerung, die er hat. Alter, was ist denn hier los? Das ist so typisch Non-Rare, ne? Das überrascht mich auch fast kaum noch. Also, ich habe so viele Hochkaräter vergeben, ne? Komm, mach ihn rein. Oh, Gott sei Dank, Alter. Yanga im Biber muss schon mit nach vorne laufen. Aber mit dem konnte ich jetzt nicht schießen. Das ist mir auch vollkommen egal. Das hätte ich auch gerne. Eieiei. Das wäre... Also, ich stehe schon auf totaler Angriff, ne? Jetzt gehe ich mal zurück auf Offensiv. Aber das muss ich jetzt noch... Das kann ich nicht mehr Elfmeterschießen verlieren. Ja! Ja! Ich hab's gewusst, er stand so perfekt und die Ecke kam gut. Oh, das wäre so bitter gewesen, wenn er jetzt nicht reingegangen wäre, ne? Oh mein Gott. Es ist vollbracht, tatsächlich. Ich hab gewonnen, das gibt's ja überhaupt nicht. Das Team war eigentlich so gut, ne? Aber ich habe keine Ahnung, was der Gegner genommen hat, was für Drogen er seinem Team gegeben hat. Dass die so stark waren, ich weiß es echt nicht. Aber egal, im Endeffekt habe ich gewonnen, von daher bin ich zufrieden. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, würde ich mich selber freuen. Wäre eine großartige Geste und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao.